Jo, und was geht, meine Crosser draußen und alle Dragon Ball Fans? Wir sind zurück bei einer Spoiler-Runde. Ja, gestern kamen erst die neuen Spoiler wieder raus, oder ich hatte ein Video darüber gemacht. Die ganzen Spoiler verdichten sind momentan. Jeden Tag kommen wieder neue Infos zu den Spoilern und zu den Folgen natürlich. Was darin passiert, ich habe hier schnell nochmal eine Übersetzung rausgeholt. Die wurde mir zugesendet per Nachricht in Facebook von dem lieben Kevin, der im letzten Video als Gast mit dabei war. Und er hat mir die heute Morgen zukommen lassen mit dem Scan natürlich von der englischen Version und natürlich die deutsche Übersetzung, wo die her hat, keine Ahnung, aber ist ja auch mir völlig Wumpe. Und zwar haben wir hier den Text, Folge 103, sei nicht rücksichtslos, Gohan, Entscheidungskampf gegen Universum 10. Also der Titel ist schon mal ein bisschen anders als davor, also der hat sich nochmal ein bisschen verändert. Und drinnen steht, Gohan, der seine alte Stärke zurück hat, greift Bautamos Bauch an mit einer Menge von Faustschlägen und schießt ihn aus der Arena mit einem Kamehameha. Dann sein nächster Gegner, Obni, starrt ihn an, sie stoßen aufeinander, aber für einen Moment sinkt der Schlag von Gohan in Obni und ein Medaillon-Anhänger springt heraus oder kommt vom Hals heraus, wird sichtbar, also man sieht wahrscheinlich so einen Medaillon-Anhänger. Wenn ich ein Bild finde, werde ich das sofort einblenden. Ich hoffe, dass ich ein Bild gefunden habe. Ja, das wird wahrscheinlich Obni sein. Ja, mit dem Kamehameha stößt der Bautamos raus. Ist ja auch die einzige Möglichkeit, finde ich. Also er ist ja sowieso von den Schlägen immun. Vegeta hatte ja schon das Vergnügen gegen ihn. Und ja, kommen wir zur Folge 104. Ich möchte das Video ja nicht so lange halten. Super Lichtgeschwindigkeitskampf bricht aus. Goku, Hit tun sich zusammen. Dieser Titel hat sich auch etwas verändert. Und zwar geht er da in der Folge los. Der Kampf zwischen Universum 11 Dispo und Universum 6 Hit beginnt. Hits Bewegungen sind geblockt aufgrund von Lichtkugeln und der Kampf sieht sehr einseitig für Dispo aus. Dann Goku, der zugeschaut hat, verwandelt sich in einen Super Saiyan Gott. Das wird jetzt gleich nochmal wichtig. Super Saiyan Gott und steht nun vor Dispo, der sagt, mein Körper pocht. Folge 105, harter Kampf, Muten Roshis brennender Geist. Also bei Muten Roshi 105 hat sie auch nochmal der Text verändert. Aber ganz wichtig ist, was sehr krass ist, erstmal Super Saiyan Gott. Also er geht nicht in den Super Saiyan Blue, sondern er verwandelt sich erst in den Super Saiyan Gott. Diese Form kann ja Goku und Vegeta annehmen. Also sie können ja switchen zwischen Saiyan Gott und Blue. Im Anime wurde es leider noch nicht gezeigt, also da haben sie sich immer gleich in den Blue verwandelt, vorher überhaupt nicht mehr in den Gott. Aber im Manga wird es deutlich gemacht, dass Vegeta zum Beispiel den Kampf gegen Black, was im Anime leider nicht so war, wechselt er andauernd zwischen den Gott-Modus, also den roten, und den Super Saiyan Blue, den blauen Modus, hin und her. Das hat er sich natürlich von Trunks abgeguckt. Wir wissen, Trunks hatte gegen Vegeta auch gekämpft und hat sich halt vor dem Schlag immer in den Ultra Saiyajin verwandelt und hat dadurch seine Stärke maximiert und hat damit den größten Effekt rausgeholt im Schlag. Dieses macht Vegeta Trunks nach im Kampf gegen Black im Manga, ich betone im Manga, und er wechselt halt im Rot, damit er keine Ausdauer verschwendet, weil wir wissen ja, der Blue, für alle, die es noch nicht wissen, aber der Blue ist sehr ausdauerausschöpfend. Also er verbraucht sehr viel Ausdauer, hat aber dafür natürlich die Stärke, ne, die der rote Modus, also der Super Saiyan Gott, nicht hat. Aber dafür hat der Super Saiyan Gott die Ausdauerprobleme nicht, ne, die der Blue hat. Und Vegeta hat das halt einfach kompensiert und hat sich gedacht, naja, ich wechsle dann halt hin und her, spare mir im Gott die Ausdauer und für den entscheidenden Schlag verwandle mich im Blue. Ich denke mal, er ist, glaube ich, der Erste, der die gezeigt hat. Son Goku kann im Manga natürlich auch den Gott anwenden und den Blue natürlich auch anwenden. Also von daher sind sie beide gleich. Aber das muss ein hartes Training gewesen sein für Vegeta alleine. Wir wissen ja, dass Vegeta von ganz alleine den Gott-Modus erreicht hat und den Blue-Modus. Das ist schon mal richtig krass. Also wenn wir Vegeta seine Vergangenheit mal Revue passieren lassen, dann sehen wir, dass Vegeta sehr wenig Trainer hatte, eigentlich fast gar keinen, außer jetzt Whis. Und Goku hatte so viele maximale Trainer und richtig krasse Trainer. Und Vegeta hat immer für sich alleine gekämpft. Und darum ist eigentlich Vegeta einer meiner Lieblinge, weil der von alleine, ne, er ist halt stolz, er ist ein stolzer Saiyajin-Prinz. Und er schafft halt alles von alleine, ne. So viel zu
Folge 104 und den Spoilern. Also wird ein harter Kampf. Wir sehen ja auch, dass Hit in Bedrängnis kommt. Das hatten wir ja davor in den Spoilern schon lesen können. Aber wie gesagt, Dispo kann irgendwie die Bewegung von Hit blocken. Aber dass es hier mit Lichtkugeln ist, ist natürlich krass. Ich dachte jetzt halt, weil in seiner Biografie steht, er ist ein sehr schneller Kämpfer. Er ist der schnellste der Pride Troopers. Dass er damit das kompensiert, also die Zeitmanipulation, ne? Aber okay, dann kommt Goku natürlich zur Hilfe. Ich hätte ja auch gedacht, dass Toppo noch mitkämpft. Aber anhand der neuen Spoiler sehen wir, dass Dispo alleine kämpft. Vielleicht kommt denn Toppo und kämpfen. Also sie kämpfen dann als Tag-Team wahrscheinlich. Vielleicht, man weiß es nicht. Aber Son Gohan natürlich auch in der Folge 103 sein Riesenmoment. Er wird Botamo rausschmeißen, er schmeißt ja Opni wahrscheinlich auch raus, also wahrscheinlich sind mehrere betroffen und ein Universum wird ja auch ausgelöscht. Wir wissen ja, dass Universum 10 ausgelöscht wird, nach Son Gohan seinen Wage-Modus, nenne ich den mal, ne? Ja, das war es für die neuen Spoiler. Sie haben sich halt nochmal verdichtet, ne? Also was kurz angesprochen wurde in die anderen Videos, hat sich nun bewahrheitet, dass es wahrscheinlich wirklich krass werden wird in den nächsten kommenden Folgen 103 und 104. Mal sehen, was bei 105 ist. Da steht ja nicht viel, außer halt mit Muten Roshi. Und dass er halt einen Kampf hat mit der, die zeigte, die so ein bisschen aus wie Zabon. Und mal sehen, was daraus wird. Also ich bin gespannt auf alle Fälle. Ich finde es auch krass, dass sie nochmal den Roten, wahrscheinlich den Roten, also ist nicht zu 100% fest, aber wenn sie Super Saiyan God schreiben, und das ist ja eindeutig auch im Englischen geschrieben worden, nicht Super Saiyan Blue, sondern Super Saiyan God, ist krass, dass sie den nochmal bringen, aber rein theoretisch auch logisch, weil die müssen ja, ich denke mal, Son Goku will Ausdauer sparen für den entscheidenden Kampf, weil Jiren ist ja immer noch da und wenn er jetzt nochmal alles rausholt, wir wissen ja nicht, wie stark Dispo ist, ich meine, er kann Hit besiegen oder kann Hit in Schranken weisen. Und der ist schon krass, ne? Also er ist wirklich schon stark, muss man ehrlich sagen. Und wir werden sehen. Auf alle Fälle, falls euch das gefallen hat und die Spoiler wieder grandios waren und mein Intro gefallen hat. Ich habe nämlich, ihr habt vielleicht gemerkt, ich habe ein neues Intro. Ja, und falls euch das auch gefallen hat, hinterlasst doch mal ein Like und teilt das Video und schreibt dann in die Kommentare, was ihr darüber denkt, über die kommenden Folgen. Und dann würde ich sagen, ich bin erstmal raus und ciao. Hold up.